zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir fahren heute in die Schweiz und machen dort einen Winterurlaub. Wir alle freuen uns auf jeden Fall schon sehr und besonders die Kinder sind ziemlich aufgeregt, weil sie noch nie in der Schweiz waren. Und ja, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn unser Taxi müsste gleich kommen, das uns dann zum Hauptbahnhof fährt. Denn leider ist unser Auto noch in der Reparatur, da es Probleme mit dem Motor gab und der Reparaturtermin wurde durch die ganzen Feiertage immer weiter nach hinten verschoben. Und deswegen ist es leider nicht bis zum Urlaub fertig geworden. Aber das ist nicht schlimm, wir haben halt eben eine andere Lösung gefunden. Und zwar, wie gesagt, fahren wir erstmal mit dem Taxi zum Hauptbahnhof, dann fahren wir ein paar Stunden mit dem Zug, der uns schließlich in Bern, also der Hauptstadt von der Schweiz, rauslässt. Und dort haben wir schon ein Auto gemietet und fahren dann mit dem Auto in unser Ferienhaus. So, jetzt habe ich aber genug geredet, ich muss jetzt mal weitermachen. Also die Handtasche kommt schon mal hier in den Kinderwagen und der Leo kommt auch gleich mal dazu. Ach, du bist's. Fluffy und Cleo sind jetzt gut bei Oma und Opa aufgehoben. Sehr gut. Hast du ihnen auch das Futter mitgegeben? Na klar, das reicht auf jeden Fall über die Zeit, wo wir weg sind. Sehr gut, dann würde ich mal sagen, hole ich noch Mia und du holst am besten noch unsere beiden Koffer. Ja, alles klar. Die Kinder müssen jetzt aber auch runterkommen, denn unser Taxi ist gleich da. Mhm, ich rufe sie gleich. Oh, ich sehe hier gerade durch die Tür, der Taxifahrer ist schon da. Ich gehe schon mal raus und pack die Koffer ein. Gut, mach das. Ich hol mal Emma und Nelly. Emma, Nelly, kommt ihr? Wir müssen los. Ja, wir kommen schon. Habt ihr auch noch an die restlichen Sachen gedacht? Eure Kuscheltiere, Tablets? Ja klar, die Sachen, die du mit uns gepackt hast, sind drin. Und dann noch unsere Spielsachen. Okay, aber ich hoffe nicht, dass ihr euer komplettes Kinderzimmer mit eingepackt habt. Nein, natürlich nicht. So viel würde doch gar nicht reinpassen. Ja, genau. Okay, dann kommt, wir müssen jetzt los zum Taxi. Es steht schon draußen. Yay, endlich geht's los. Ja, ich freue mich schon. Lauft schon mal vor, ich schließe noch ab. Ja. Minuten später am Hauptbahnhof. Mami, wann kommt denn unser Zug? Warte mal, hier oben auf der Anzeigetafel müsste es stehen. Ah ja, hier. Wir sind gut in der Zeit. Unser Zug kommt in 10 Minuten. Okay, können wir dann vielleicht noch was essen? Ach Kinder, wir haben doch gerade erst zu Hause Mittag gegessen. Ja, aber wir haben schon wieder Hunger. Ach Mensch, ihr habt doch so viel zu Mittag gegessen. Naja, wir fahren ja ein paar Stunden Zug und dort gibt es ja auch ein Bordbistro. Dort kaufe ich euch dann was zu essen. Na gut, in Ordnung. Dann kommt, lasst uns schon mal runter auf unser Gleis gehen. Alles klar. Kinder, schaut mal, unser Zug ist da. Yay! Kommt, lasst uns mal reingehen. Unsere Sitzplätze stehen ja auf dem Ticket. Auf geht's! Guten Tag, Ihr Ticket bitte. Okay, ein 4-Personen-Ticket und die Babys sind ermäßigt. Das passt. Liebe Fahrgäste, bitte nehmen Sie alle Platz auf Ihren Sitzen. Der Zug nach Bern fährt nämlich jetzt los. Eine halbe Stunde später. Mama, können wir jetzt endlich zum Bordbistro gehen? Ich habe voll Hunger. Ja, ich auch. Okay, alles klar, dann lasst uns jetzt gehen. Ja, endlich! Aber seid bitte etwas leiser. Ihr seht doch, Papa und die Babys sind eingeschlafen. Ups, Entschuldigung. Thank you.
4 Stunden später. Liebe Fahrgäste, der Zug hat gerade in Bern gehalten. Sie können jetzt aussteigen und ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Was? Wir sind schon da? Wow, das ging ja schnell. Das könnte eventuell daran liegen, dass ihr die letzten 2 Stunden komplett verschlafen habt. Ja, aber ich habe echt gut geschlafen. Und Papa, du und die Babys habt auch geschlafen. Ja, da habt ihr recht. So, dann kommt, wir nehmen unser Gepäck und fahren direkt zum Ferienhaus. Müssen wir noch lang fahren? Nein, überhaupt nicht. Unser Ferienhaus ist gerade mal 10 Minuten von hier entfernt. Ja, dann sind wir ja wirklich gleich da. Endlich sind wir da! Oh ja, es ist echt schön hier. Genau wie auf den Bildern. Oh ja! Dann kommt, lasst uns erstmal unsere Sachen auspacken. Kinder, ich zeige euch, wo ihr schlafen könnt. Und dann macht ihr euch am besten schon mal Bett fertig. Och, na gut. Und die Babys müssen auch dringend ins Bett gelegt werden. Gefüttert haben wir sie ja schon im Zug und sie sind schon sehr müde. Ja, stimmt. Die Reise war auch ziemlich anstrengend für die Kleinen. Eine halbe Stunde später. So, also ich lege die Babys jetzt ins Bett. Sie sind auch schon ziemlich müde und quengelig, deswegen ist es höchste Zeit für sie schlafen zu gehen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo die beiden denn schlafen werden. Denn dieses Bett hier, da passen nur ich und Raphael rein. Deshalb wurden uns von den Inhabern dieses Ferienhauses 2 Matratzen zur Verfügung gestellt und die stelle ich jetzt gleich auf den Boden und dort werden dann die Babys schlafen. Also einmal diese hier und dann nochmal genau dieselbe. Die lege ich jetzt mal noch schön hin. So, das sieht jetzt auch schon ziemlich gemütlich aus. Dort können die beiden gut drauf schlafen. Gute Nacht, ihr beiden. So, also wir haben jetzt auch schon unsere Schlafanzüge angezogen. Und wie ihr sehen könnt, sind hier im Bad auch schon einige Sachen, denn Mama und Papa haben schon die Koffer ausgepackt. Deswegen können wir jetzt auch schon Zähne putzen. Genau, und das machen wir jetzt. Wo ist denn meine Zahnbürste? Ah ja, hier ist deine und hier ist meine. So, noch Zahnpasta. Und los geht's! So, jetzt sind wir fertig. So, also ich habe den Kleinen jetzt noch erlaubt, für 15 Minuten auf ihren Tablets zu spielen. Danach kommen die Tablets zu mir und die beiden müssen dann ins Bett. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch mal unser Ferienhaus, denn das habt ihr noch gar nicht gesehen. Also fangen wir direkt mal im Draußenbereich an. Hier haben wir eine kleine Terrasse mit einem kleinen Stuhl und einem Tisch. Und hier mit dem absoluten Highlight, nämlich einem Outdoor-Whirlpool. Das ist wirklich sehr cool und ich bin mir sicher, dass besonders die Kinder ganz viel Spaß daran haben werden. Und ja, dann kann ich euch mal zeigen, den kann man auch anmachen. So sieht das dann aus. Genau, und wie ihr sehen könnt, ist es auch richtig schön am Schneien hier. Hier liegt super viel Schnee und das ist auf jeden Fall wirklich toll. Dann gehen wir jetzt gleich mal rein. Hier sind wir dann also im Wohnbereich. Hier haben wir ein großes Sofa. Auch hier wieder mit einem Tisch und noch einigen Sitzgelegenheiten. Und einer super schönen Aussicht auf die Berge. Dann ist hier noch die Fernsehecke mit auch nochmal ein paar Sitzgelegenheiten und einem schönen großen Fernseher. Dann sind wir hier jetzt auch schon in der großen Küche. Ich habe hier meine Handtasche und den Schlüssel zum Ferienhaus hingelegt. Und ja, also die Küche ist auf jeden Fall wirklich schön groß und der Kühlschrank auch. Da kann man wirklich genug drin lagern. Und auf dem Esstisch ist auch genug Platz für uns alle. Dann geht es hier direkt mal weiter. Hier sind wir sozusagen im Kinderzimmer. Da gibt es hier auch so einen Tisch mit einem Computer sogar. Hier haben die Kinder schon ihre Koffer abgestellt und dann gibt es hier diese Stufen. Mit denen kommt man dann ins Bett und dort schlafen die beiden. Das hat auch genug Platz für 2 Personen. Und die beiden haben hier auch schon ihre Kuscheltiere schön hingelegt, direkt zum Schlafen. Dann sind wir jetzt hier auch schon im vorletzten Zimmer, nämlich dem Badezimmer.
Das ist schön kompakt, hier passt wirklich alles rein, was man braucht. Und ja, hier gibt es eigentlich nicht wirklich viel dazu zu sagen. Toilette, Dusche, Waschbecken und noch ein paar Ablagemöglichkeiten. Dann, falls ihr euch wundert, was diese Tür hier ist, das ist einfach eine Besenkammer. Da sind ein paar Besen und Putzeimer drin, also nichts Besonderes. So, und dann sind wir hier jetzt auch schon im Schlafzimmer. Die Babys schlafen, deswegen spreche ich etwas leiser. Ja, also das Schlafzimmer ist echt süß. Das Bett hat genug Platz für zwei Personen. Hier ist auch noch ein kleiner Heizlüfter, damit es hier auch schön warm ist. Die Koffer haben wir hier auch schon hingestellt. Und ja, ach, da fällt mir gerade mal auf. Hier kann man ja auch noch zumachen. Das mache ich jetzt gerade mal. Und ja, das war jetzt auch schon unsere ganze Ferienwohnung. Kinder, für euch ist es jetzt aber mal höchste Zeit, ins Bett zu gehen. Och nö, ich will noch weiterspielen. Nein, nein, ihr beiden, das reicht jetzt aber. Es ist schon spät und morgen wollen wir viele tolle Sachen unternehmen. Wenn ihr da müde seid, dann habt ihr doch nicht so viel Spaß. Na gut. So, die Tablets kommen jetzt mal zu mir. Und jetzt ab ins Bett mit euch. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht. Gute Nacht, Emma. Gute Nacht, Nelly. Schlaft gut. Danke. Danke. So, ihr beiden, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaft gut.